Liebe Gäste, liebe Mandanten, liebe Fans von Tech and Law TV, willkommen zur 17. Ausgabe. Und eigentlich wollte ich sagen, heute live aus Berlin, aber ich kann nur sagen, live aus Livestorm Webinar. Auch wir mussten hier kurzfristig umsatteln und unser schönes Tech and Law TV Setting mit Studio, Kamera und so weiter kurzfristig ins Internet verlegen. Macht aber nichts. Das Thema ist sehr spannend. Heute geht es um Track and Trace Lösungen per Handy-App. Es geht um Lieferketten, um die Transparenz der Lieferketten. Und das ist ja sicherlich eine Herausforderung. Wie kriegt man das überhaupt hin? Ja, man hat ein schickes Lieferkettengesetz und irgendwo verliert es sich dann über viele Stationen in, ich sag mal zum Beispiel Bangladesch. Aber wie überprüfen wir denn überhaupt, dass diese Regeln eingehalten werden, dass diese hohen Standards, die wir ja quasi exportieren und weitergeben, auch dort eingehalten werden, ja, wo sie eingehalten werden sollen. Und da liegt es doch fast auf der Hand zu sagen, das können wir doch alles ein bisschen tracken und tracen und vielleicht modern digital überwachen. Und darum geht es in dieser Sendung. Es geht um CSR, Corporate Social Responsibility, ein sehr beliebtes Schlagwort in diesen Tagen. Es geht um Überwachung und wer Überwachung hört, der weiß auch schon und wer unsere Sendung kennt, weiß es auch, der Datenschutz ist unvermeidlich. Und es geht um, ja, um eine Story über eine App, die sich aufgemacht hat, hier eine Lücke zu füllen, die geradezu sich schreiend anbietet. Und dafür haben wir Gäste bei unserem Tech and Law TV Nummer 17, die das sehr, sehr gut beurteilen können. Und ich freue mich sehr, zunächst unseren auswärtigen Gast, Herrn Volker Friedrich, hier begrüßen zu dürfen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der GBP International mit Sitz in Kuala Lumpur. Da geht es um die Begleitung von Mittelständlern auf dem Weg nach Asien. Und in dem Zusammenhang, aber er wird das gleich noch erzählen, ist er auch Gesellschafter bei dem Startup Blue Number geworden. Man hört ja schon Number, da ist ja schon, schwingt ja was mit, eine Nummer, eine App spielt da eine Rolle. Aber das wird uns Volker gleich selbst erzählen. Und dann haben wir auch noch Rita Danz, Rechtsanwältin in unserem Berliner Büro aus unserer Practice Area TMT, Technology, Media, Telecommunication, also eine Digitalexpertin, die, und auch das wird Rita dann auch noch ausführen, da ich sag mal so eine Corporate Social Responsibility Affinität hat und gewissermaßen eine Schnittstelle besetzt hier. Aber jetzt legen wir erstmal los. Volker, erzähl mal ein bisschen, wo kommst du her? Wie bist du dahin gekommen? Und ich habe ja dauernd von so einer App geredet. Was redet der Typ da eigentlich die ganze Zeit? Ja, erzähle ich gerne in aller Kürze. Also ich habe Beratungshintergrund bei Roland Berger. Ich war dort 3 Jahre als Berater tätig und bin dann über viele Umwege nach Asien gekommen. Das war immer so ein bisschen mein Faible. Die Länder in Asien in den 90er Jahren, brauche ich nicht erzählen, Tigerstaaten, Aufschwung, mega dynamisch. Und dann hat es mich dorthin verschlagen und habe dann im Jahr 1998 meine eigene Beratungsgesellschaft gegründet, nachdem ich von Roland Berger weg bin. Sollte ursprünglich das Roland Berger Büro in Malaysia aufbauen, aber manchmal spielt das Leben anders, als man plant. Und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Wie du gerade gesagt hast, Hauptthema ist die Begleitung und Beratung von Mittelständlern auf dem Weg nach Asien. Und das machen wir, gesagt, von Kuala Lumpur aus, aber für die ganze Region inklusive Indien, China und alle südostasiatischen Länder. Um dann den Sprung zu Blue Number zu bekommen. Ich habe dort jemanden kennengelernt, der war der sogenannte Chief Sustainability Officer bei dem größten Palmöl-Produzenten in Malaysia. Und der hat dort die Aufgabe gehabt, Chief Sustainability Officer, sozusagen die Old School, nach dem Motto, uns ist egal, wie die Bauern und die Arbeiter unterwegs sind. Der hat versucht, sozusagen den Level an Sustainability, an Ethical Business bei dieser Firma Sime Darby hieß die oder heißt die, immer noch einer der größten, nach vorne zu bringen und ist da naturgemäß auf sehr, sehr viel Widerstand gestoßen. Und das war sozusagen die Keimzelle dieser Idee, dieses Blue Number-Konzept zu entwickeln. Und der Gründer dann dieser Blue Number-Organisation ist dann hat einen Job bei den Vereinten Nationen bekommen, ist dann dort unterwegs gewesen zum Thema Human Rights und hat dann mit Partnern und Technologie-Companies zusammen diese Plattform entwickelt, die jetzt unter dem Namen Blue Number firmiert.
Die Webseite hatten Sie ja in den Einladungen gelesen, da steht eine Menge drin, aber ich erzähle das gerne. Im Grunde geht es um sozusagen die Data Ownership sozusagen. Heute haben wir ja, wenn Sie irgendwo bei Amazon was bestellen, dann sind all diese Daten nicht Ihr Eigentum, sondern von Amazon. Die können das weiterverwerten und wir versuchen das umzudrehen und zu sagen, wir geben jedem Nutzer, der diese App auf seinem Handy runterlädt und sich dort registriert, eine eigene sogenannte Blue Number ID. Und die ist sozusagen secure und safe mit Blockchain-Technologie hinterlegt. Und so hat jeder, ich sage jetzt mal Arbeiter oder Plantagenbauer, wo auch immer der ist, eine eigene originäre ID, die nur er sozusagen auch per Handy sozusagen legitimiert. Und das ist die, wie soll ich sagen, die Keimzelle dieses Business-Konzeptes auch, weil, und da ist natürlich dann auch der Netzwerkgedanke dahinter, je mehr wir haben, desto mächtiger sozusagen wird dieses System. Und wir haben sozusagen über die Steuerung dieser Blue Number Teilnehmer die Möglichkeit, sozusagen Geschäftsmodelle in diese Blue Number Community zu tragen und anzubieten. Also im einfachsten Fall, und das war ja auch das, was in der Einleitung stand, dass man sagt, wir können Supply Chains sozusagen verfolgen, und zwar nicht nur, indem wir zum Beispiel einen TÜV-Auditor dorthin schicken, der einen Fragebogen abhakt und dann wieder nach Hause fährt, sondern wir können an die Arbeiter oder die Näherin oder den Bauern direkt sozusagen eine Connection bilden, die uns originär nachhaltig nachweisbar, zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen, über Mindestlöhne, über giftige Materialien, mit denen die arbeiten, informieren können. Das ist der Grundgedanke dieses Blue Number ID Konzeptes mit Thema Data Ownership, Data Nachverfolgung, Supply Chain Measurement and Traceability. Das ja. Vielleicht in aller Kürze zur Einleitung. Ja. Wir steigen da gleich nochmal ein. Das hat noch nicht gereicht. Wir müssen noch ein bisschen nachbohren. Wo kommt eigentlich die Kohle her? Was passiert denn da mit so einer Community? Bevor wir da noch weiter einsteigen, du hast ja schon gesagt Data, und da fällt mir natürlich gleich DANS ein und Datenschutz. Das freut mich. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Wie kommt das, dass du als eher Datenschutz- und Technology-Rechtsanwältin hast ja offenbar so eine Affinität da entwickelt? Was ist quasi deine Geschichte? Was führt dich in dieses Thema CSR? Wir hatten da intern schon mal eine spannende Initiative hier bei Taylor Wessing, wir auch gebrainstormt haben, welche Bereiche berührt CSR eigentlich? Und wir haben es jetzt ja schon am Geschäftsmodell von Blue Number gehört, dass es hilfreich ist, Transparenz zu gewähren, wenn man an die Quelle geht. Und die Quelle in Lieferketten sind ja meistens die einfachen Arbeiter. Und Axel, du und ich, wir wissen das ja, sobald wir einen Einzelnen befragen, schon haben wir personenbezogene Daten. Und da ist die Schnittstelle, würde ich sagen. Und dann hatte ja auch noch Stichwort CSO. Du hattest ja erwähnt, Volker, dass der Gründer, der erste Chief Sustainability Officer CSO in einer Palmölgesellschaft war, vor 10 Jahren. Und da kommt bei mir, Rita, sofort der Gedanke CSO, DPO, ja. Datenschutzbeauftragter. Und da könnte man ja auch denken, der Datenschutzbeauftragte in der Vergangenheit, der hat ja eher ein Nischendasein geführt, keiner hat auf ihn gehört. Jetzt haben die teilweise große Stäbe und sind sehr mächtig im Unternehmen. Ist denn in deiner Einschätzung, wenn du dir die Szene anguckst, ähnlich, dass also aus so einer zarten Pflänzchen, Compliance Beginn in einer globalen Situation auch so eine starke Stellung herauswächst? Oder meinst du, das bleibt jetzt erstmal unterm Radar? Ja, ich würde sagen, es ist viel Bewegung in dem Thema, nicht nur auf nationaler Ebene, dazu kommen wir später noch ein bisschen, wenn ich jetzt schon mal spoilern darf, sondern auch auf europäischer und auch auf globaler Ebene, ja. Und so ein CSO erinnert ja tatsächlich sehr an den DPO, der ja intern zu Datenschutz berät und Hilfestellung leistet und in gewissem Maß ja auch sozusagen kontrolliert. Und der CSO hat ja oder kann oder soll ja auch ähnliche Aufgaben übernehmen. Und ich denke, das ist ein Trend, der sich fortsetzt und sich auch verstärken wird. Mit welchem Tempo, das werden wir sehen müssen, auch eben auf den verschiedenen Ebenen, sei es national, global, europäisch. Aber ich denke, das wird nicht zu stoppen sein. Da werde ich gleich Volker zu fragen, auch zur gleichen Frage. Deine Einschätzung würde mich auch interessieren, ob das jetzt irgendwie, wie gesagt, so ein Thema ist, was gerade schick ist und verschwindet. Kommt gleich, aber noch eine kurze Frage zu Rita, sozusagen als,
als Einführungsfrage. Auch die Erfahrung speist sich im Datenschutzrecht, in anderen Gebieten, IT-Security. Ich stelle dir erstmal die Frage, die Antwort, die habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Was glaubst du denn, was müsste denn für mehr Umsetzung passieren, dass das ganze Thema CSR die gleiche Dynamik erfährt wie jetzt zuletzt auch andere Digitalthemen? Woher kommt der Compliance-Druck? Mein Lieblingserfolgsprojekt, kurz gesagt Gesetze. Und mein Lieblingserfolgsprojekt ist dann natürlich die DSGVO. Und man sieht ja, dass die auch irgendwie verschiedene Komponenten hat, die das Ganze so erfolgreich machen. Ja, sei es einmal die Bußgelder, die, wenn ich es jetzt böse sage, die Unternehmen sozusagen vor Angst schlottern lassen. Aber man sieht, dass das auch bei CSA so ein gewisser Trend ist, ja, und als sehr erfolgreich vom Gesetzgeber empfunden wird. Zum Beispiel das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das ja in die CSA-Thematik direkt reinstößt. Das sieht ja auch Bußgelder vor, zum Beispiel. Gleichzeitig sieht man auch bei der DSGVO zum Beispiel solche Gesetze, die lösen dann natürlich auch so einen Compliance-Druck am Markt aus. Ja, wenn alle sich nach einem gewissen Standard verhalten und man selbst es nicht tut, dann fällt man negativ auf. Gleichzeitig, wenn man es besonders gut tut, fällt man eben auch positiv auf. Und ich glaube, das Thema CSA, Nachhaltigkeit, Menschenrechte in seiner ganzen Ausformung ist ja etwas, das auch den Einzelnen bewegt. Ja, und ich denke, das ist auch etwas, das Kunden stark nachfragen und immer stärker nachfragen werden, dass sie einfach wissen wollen, woher kommen meine Produkte, wie wurden die hergestellt, werden die Arbeiter fair behandelt? Und ich denke, da kommt der Druck nicht zuletzt vom Letztverbraucher. Finde ich, klingt sehr plausibel, Volker. Ja, würde ich gerne also einmal bestätigen, aber auch ganz gerne mit einem konkreten Beispiel ergänzen. Also man sagt ja so etwas lapidar, Money Talks. Ja? Und der Druck auf die Produzenten, die von diesem Thema betroffen sind, kommt entweder über die Gesetzgeber oder eben, wie Rita sagte, über die Nachfrage am Markt. Und wir haben jetzt ganz konkret ein Beispiel, wo wir ein Projekt mit Blue Number haben in Malaysia, wo sozusagen der Mandant betroffen ist, in dem Sinne, dass seine Exporte in die USA geblockt worden sind, weil Human Rights Violations nachgewiesen worden sind oder beschuldigt worden ist, Human Rights Violations zu begeben. Und das Embargo wird erst wieder aufgehoben, wenn der Mandant nachweist, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Und das tut natürlich richtig weh. Und das war natürlich dann auch der Triggerpoint, in dem Fall uns da zu engagieren und mit diesem Blue Number System nachzuweisen, dass eben da alles mit rechten Dingen zugeht und nicht da irgendwelche Grauzonen bedient werden. Das heißt quasi als Prolog und der Ausblick, das ist jetzt nicht einfach mal so eine Mode, die wieder verschwindet, hat man beim Datenschutz übrigens auch gedacht, wann ist dieser Datenschutz-Hype vorbei, sondern es ist eher doch auch ein Digitalthema, was sich hier zu den ganzen anderen digitalen Initiativen gesellt, Globalisierung, Digitalisierung, und das spielt da einfach mit rein. Aber jetzt noch mal zu dem Track and Trace und dem Projekt als solchen, mal ganz konkret, wie viele Blue Numbers habt ihr denn vergeben? Habt ihr schon richtig konkrete Projekte? Läuft das oder seid ihr noch so in der Pilotphase? Nee, kann ich gerne was drüber sagen. Vielleicht noch ganz kurz, einmal kurz zurück zu diesen Beispielen. Wir haben gerade heute Morgen eine Nachricht gelesen, dass der Staubsaugerhersteller Dyson aus England, kennt man vielleicht als modernster Staubsauger, die sitzen in Singapur, die haben einen Zulieferer für kleinere Komponenten, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, irgendeine Pumpe oder ein Motor, aus Malaysia. Und die haben heute öffentlich gemacht, dieser malaysische Zulieferer ist kein kleiner, das sind 10.000 Mitarbeiter, an der Börse gelistet. Die haben öffentlich gesagt, wir haben hier Beschuldigungen von einer NGO, dass ihr nicht da mit rechten Dingen arbeitet, Compliance bei den Bedingungen für die Arbeiter, und haben die Lieferbeziehungen öffentlich gecancelt. Daraufhin ist der Aktienkurs des malaysischen Zulieferers um 30% nach unten gegangen heute. Also das sind Dinge, die interessieren dann auch einen Vorstand und einen Eigentümer, wenn er sagt, oh, das ist aber nicht mehr lustig und das ist kein Modethema, sondern das ist Hardcore Balance Sheet Profit relevant, wenn solche Dinge nicht adressiert werden. Okay, Problem erkannt, auch in seiner Dringlichkeit. Dann nochmal zur quasi Umsetzung des Problems. Wie viele Nummern habt ihr denn vergeben? Also wie viel, ich sag mal plakativ, Palmölplantagen, Arbeiter und Näherinnen in Bangladesch haben jetzt hier ein Handy, ein Smartphone, und da ist Blue Number drauf. Und immer wenn sie das sehen, dann sagen sie, Riesenschweinerei, hier ist irgendwie Umweltgifte und meine Hände sind blutig. So, genau, wie viele Leute gibt es da?
Stand heute Morgen 6 Uhr waren es roundabout 500.000. Und wir haben ja, das Thema ist ja irgendwo ein Thema, was man mit Global South sozusagen auch definieren kann, weil eben die Mehrheit der Lieferketten ursprünglich dann in den Billiglohnländern anfangen. Und da sind auch die Mehrheit unserer Blue Number IDs vergeben. Vom Projekt Referenzen her, wir haben, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, etwa 20 sozusagen Pilotprojekte, die wir gemacht haben. Die kann man in der Mehrheit auf der Webseite nachlesen. Das sind dann Kaffeeplantagen beziehungsweise die Kaffeeröstereien, die uns das Mandat gegeben haben, sozusagen die Bedingungen auf den Kaffeeplantagen zum Beispiel sozusagen auch nochmal zu tracen und zu tracken. Da haben wir Projekte. Wir haben Projekte in Indien, wo es mit großen Agrargenossenschaften zusammengearbeitet wird, mit Fischereibetrieben, die über die Bedingungen in den Fischereiprozessen, sage ich jetzt mal, vom überfüllten Fischerboot bis zu den Verarbeitungsindustrien was machen. Wir sind in der Palmölindustrie. Ein interessantes Beispiel war die japanische Fluggesellschaft ANA, die uns gebeten hat, mal explizit die Lieferketten für deren Bordservice nachzuarbeiten. Ja, also da konnte man sehen, wo ist denn die Garnele, die in der Business Class serviert worden ist, wo ist die denn gefangen, verarbeitet, gewürzt, verpackt, geliefert worden. Also da gibt es schon eine ganze Menge spannende und interessante Anwendungsbereich, verstanden. Ich muss dich ganz kurz bremsen, weil wir noch ein paar Sachen quasi inhaltlich klären wollen. Ich glaube, es ist gerade so abendfüllend. Die ganzen Beispiele, ich finde es total faszinierend, in welche Bereiche das reinführt. Und man sieht ja schon so, ja, also den ersten globalen Betriebsrat entstehen. Aber ich würde noch mal gerne von der Funktionalität wissen, Leute machen nur was, wenn sie was davon haben. Also sowohl auf der, ich sag mal, ja, auf eurer Kundenseite Unternehmen, und ihr wollt ja auch was davon haben. Ihr wollt ja auch am Ende nicht nur gute Sachen tun, sondern auch Geld verdienen. So die ganze Incentivierung. Warum macht denn der Palmölplantage Arbeiter da überhaupt mit? Was hat er denn davon, außer dass er whistleblowt? Genau, der kriegt Geld von uns. Geld. Das muss man ja erstmal verstehen. Warum? Ja. Naja, weil wir müssen den natürlich schon incentivieren, nicht nur, weil er sozusagen als potenzieller Whistleblower ein ureigenes Eigeninteresse hat, sondern sozusagen Geld motiviert die Leute. Das ist überall auf der Welt so, das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Und dadurch haben wir natürlich auch den entsprechenden Hebel, wenn wir sozusagen eine bestimmte Menge sozusagen auch an Arbeitern gewinnen wollen, an diesem System teilzunehmen, dann müssen wir die natürlich auch incentivieren, das ist ja klar. Und, also bezahltes Whistleblowing, das ist natürlich ziemlich krass. Wenn ich überlege, wie viele Leute hier schon freiwillig whistleblowen, gerade bei uns, Rita, im Datenschutzbereich, das hat eine ganz schöne Dynamik. Heißes Thema. Ja. Naja, es ist ja nicht zwingend so, dass man nur die Whistleblower adressiert, sondern wir wollen ja auch, sage ich jetzt mal, die Guten in Anführungsstrichen auch irgendwo dokumentierbar machen. Ja, es hat ja jedes Unternehmen auch ein Interesse zu zeigen oder nachzuweisen. Wir machen alles völlig im Rahmen der Gesetzgebung. Und das heißt, die Unternehmen, also es ist nicht nur so, da rennen Leute rum und whistleblowen und kriegen dafür Geld, sondern die Unternehmen können diese Ressource, diese Inforessource für sich nutzbar machen durch Umfragen oder ähnliches. Genau, nicht nur die Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch, sage ich jetzt mal, die großen Abnehmer in Europa, also die großen Nahrungsmittelkonzerne, die großen Textilmarken etc. Die können sagen, wir wollen gerne wissen, wer näht denn unsere Hemden zum Beispiel in unseren 50 Fabriken in Bangladesch? Bitte macht mal eine Umfrage unter 50.000 Näher und Näherinnen und dafür zahlen wir euch einen Betrag X. Und einen Teil dieses Betrages X nehmen wir aus diesem Budget und sagen, liebe 50.000 Näherinnen, wenn ihr da mitmacht, bekommt ihr, sage ich jetzt mal, $10 pro Monat. Das geht über 3, 6, 12 Monate und die können sich einfach einen kleinen Zuverdienst durch diese Aktion. Ganz interessant, eine Plattform, die zwei Gruppen verknüpft, nämlich die sonst vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, weil eben so viele Lieferketten dazwischen sind, nämlich die ganz am Ende sind und ja, die Lieferketten initial bedienen und die ganz am Ende, die dann die Produkte, die rauskommen, verkaufen. Aber Rita, wir haben ja schon das anklingen lassen, du bist ja eigentlich Datenschützerin, wie kommst du da hin? In den ganzen Bereich, du hast es ja schon mal ganz kurz anklingen lassen und vor allen Dingen, was hat denn Datenschutz jetzt hier zu suchen? Wir ahnen es schon, wir wollen es aber nochmal genau wissen. Ja, zum Beispiel, wenn wir schon das Wort Umfrage benutzen, spätestens beim Wort Umfrage klingelt ja bei Unternehmen in Europa direkt die DSGVO-Alarmglocke und ein gleiches Bild stellt sich eigentlich in jedem Land, ja, also
Man muss natürlich dann schauen, welche Akteure sind beteiligt, wenn man so eine App einführt. Werden da personenbezogene Daten erhoben? Und welche Gesetze spielen da eine Rolle und wer muss sie einhalten? Und jetzt mal plastisch gemacht am Beispiel Fabrik, da muss man jetzt nicht nur gucken, habe ich irgendwie Arbeitsverträge und darf ich meine Fabrik dahin bauen, sondern dann muss man vielleicht auch noch einen Weg weitergehen, wenn man jetzt eine Tracing-App benutzt oder einführt und sich fragen, ich erhebe hier Daten, was muss ich da tun? Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das kann vielleicht, können Pflichten sein, die treffen dann vielleicht den Fabrikbetreiber. Aber wenn es dann um eine App geht, dann muss man sich ja fragen, wer betreibt die? Unterfällt der vielleicht Datenschutzgesetzen in dem Land, wo er sitzt? Oder gibt es auch vor Ort Datenschutzgesetze, die auf ihn Anwendung finden? Und wir sehen diesen Trend ja schon zum Beispiel an der DSGVO, die ja so ein bisschen global Schule macht. Aber die DSGVO findet ja auch nicht nur auf Unternehmen Anwendung, die in Europa sitzen, sondern kann ja auch auf Unternehmen außerhalb Anwendung finden, wenn sie irgendwie, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, in dem Land irgendwas machen, also wo sie tätig sind. Wenn ich richtig verstehe, ist es dann ja nicht nur die DSGVO, genau, die von hier aus quasi beachtet werden muss, weil sie quasi Recht exportiert, sondern die ganzen lokalen Datenschutzgesetze, die ja im Entstehen sind. Wir haben ja zuletzt China gehabt, China, das Datenschutzgesetz, ja. People, und auch noch eine Phalanx von weiteren Security-Gesetzen. In Malaysia hat auch eins, Philippinen haben eins, überall schießen Datenschutzgesetze wie die Pilze aus dem Boden. Und wenn ihr natürlich jetzt, Volker, überall die Leute sitzen habt, und es ist ja in der Regel so, Datenschutz setzt dort an, wo Daten erhoben werden, dann haben wir einen unfassbaren Flickenteppich an verschiedenen lokalen Datenschutzgesetzen zu beachten. Plus, nehmen wir mal das chinesische Datenschutzgesetz, das regelt jetzt ja auch, Stichwort Schrems 2, den Export von China ins nicht-chinesische Ausland. Wenn ich überlege, dass das alles zu euch läuft, aus, sagen wir mal, 50 verschiedenen Jurisdiktionen mit lokalen Datenschutzgesetzen, dann wird das ja eine richtig harte Nuss, Rita, wenn du das beraten darfst, zu knacken. Ja, das ist ein spannender Trend auch. Gut, dass du das chinesische Gesetz auch erwähnst. Das hat ja auch gewisse Einschränkungen, was Datenexporte angeht zum Beispiel, ja, die dann greifen sollen in bestimmten Fällen, die noch nicht ganz definiert sind, aber wo man dann eventuell Schwierigkeiten hat, zum Beispiel personenbezogene oder vielleicht auch nicht personenbezogene Daten aus China raus zu exportieren, und auch Vorgaben, dass Daten dort vorgehalten werden müssen. Und ein ähnliches Beispiel macht vielleicht auch in anderen Staaten Schule oder ist schon im Begriff, dort Schule zu machen. Und dadurch hat man natürlich dann so ein richtiges komplexes Geflecht an datenschutzrechtlichen Fragen, die man sich dann stellen muss. Und die muss ich dann vielleicht nicht nur Bluenumber stellen, sondern wenn Bluenumber die App zum Beispiel anbietet für Unternehmen oder wenn das auch ähnliche Geschäfte machen wie Bluenumber, dann muss ich das vielleicht der große Lebensmittelhersteller oder eher das große Textilunternehmen in Europa überlegen, die sagen, wir wollen doch jetzt diese App einführen bei uns in der Lieferkette. Volker hat die datenschutzrechtliche Lösung quasi auf der Hand. Schieß los. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich wollte zwei Bemerkungen machen. Einmal zum Thema China. Wir hatten eine sehr interessante Anfrage. Da ging es um das Thema der Menschenrechtsverletzung bei den Uiguren in China. Und da wurden wir gefragt, könnt ihr nicht direkt mit eurer App sozusagen die betroffenen Personen einfach mal fragen? Und da sage ich auch ganz offen, da haben wir in der Tat kalte Füße bekommen, weil natürlich die chinesische Regierung auch ganz andere Hebel hat, dann sozusagen komplett das Geschäft in China sozusagen mit einem Embargo zu belegen, weil wir irgendjemand auf die Füße treten möglicherweise. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, ihr könnt nicht das machen, was viele Anbieter übrigens im Digitalbereich machen, gegenüber ihren Kunden, die sagen, ja, jeder ist für die Einhaltung der Datenschutzgesetze selbstverantwortlich. Tschüss, auf Wiedersehen. Wenn du eine Umfrage machen willst, die betrifft so zu viele Länder, musst du dafür sorgen, dass das Datenschutz-Compliance ist. Wer hat quasi den Compliance-Hut im Datenschutz auf? Genau, also ich sage mal, ich habe mich auch, sag mal, auch vor unserem Gespräch heute nochmal schlau gemacht oder schlau machen lassen, dass das große, ich sag mal, Killer-Argument von Bluenumber ist in dem Fall, all data is consent-driven. Also jeden, den wir befragen, der gibt seine Einwilligung und sagt, jawohl, ich habe kein Problem, mein Wohnort, mein Geburtsdatum, mein Geschlecht etc. da reinzugeben. Und wenn du mir Fragen stellst, habe ich auch kein Problem, dir diese Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Und wir haben, solange es Bluenumber gibt, eigentlich dieses Thema auch noch nie als kritisches Thema gesehen. Und dann muss ich sagen, wenn ihr euch, kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr euch an die harten Vorgaben der DSGVO orientiert, was die Einwilligung angeht, dann hoffe ich mal in so einer Art Kaskadensystem gedacht, dann wird das auch ausreichen in anderen Ländern, weil das Standard recht hoch ist, weil ihr werdet kaum versuchen,
70 verschiedene Länder dem Einwilligungstext, dann habt ihr so einen Einwilligungstext, das liest keiner. Die Zeit rennt uns davon und wir haben noch zwei Punkte möchte ich noch geklärt wissen. Wir sind ja in einem Rechtstalk und wir haben jetzt ja auch schon über Compliance gesprochen, über Datenschutz und Datenschutzrisiken. Es schwebt mir noch so ein bisschen dieses Bild vor. Ihr gründet damit Blue Number, die erste, globale Gewerkschaft. Finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema. Das Stichwort Proletarier aller Länder vereinigt euch. Das wird endlich wahr mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Karl Marx hatte recht, aber er wusste noch nicht, dass es Blue Number eines Tages geben wird, die das dann final umsetzen. Vielleicht müssen wir unseren Firmensitz nach Trier verlegen. Ja. Vielleicht, ja. Ist da nicht auch, Missbrauchspotenzial? Ich will das jetzt nicht in Verbindung bringen mit der Gewerkschaft, also neues Thema. Missbrauchspotenzial, weil du gesagt hast, die sind intensiviert, die kriegen Geld, dass man sagt so, boah, ist gerade nichts los. Wir wollen ein bisschen mehr Geld kreieren, wir machen Falschmeldung oder noch ein anderes Szenario. Die Arbeitnehmer gehen zu ihrem Arbeitgeber lokal, die Nummern sind ja portabel, habe ich verstanden, und sagen, die bleibt bei der Person, lebenslang. Die bleibt bei der Person, ist ja auch ganz wichtig, die bleibt bei der Person. Ich stelle mir eine ganze Fuhre neue Arbeiter ein und da kommen die alle, gehen zum Chef und sagen, Chef, übrigens hier Blue Number Mitglied, wir haben da so eine komische Frage gekriegt, nämlich wie viel, ob wir gerade hier Unsinn machen. Wir machen gerade Unsinn, aber wenn du mir mehr bezahlst, dann sage ich, das ist alles toll. Also wie ist da ein Missbrauchspotenzial, sagen wir es mal so. Ja, ich sag mal so, das ist ja immer so ein Rat Race, sage ich jetzt mal. Ne? Und jede Lösung findet wieder eine Gegenlösung. Wir haben bislang das noch nicht in irgendeiner nennenswerten Form erlebt, sozusagen, dass das auch tatsächlich passiert. Rein akademisch betrachtet ist es natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich habe 1000 Arbeiter, ich kriege mit als Chef, Mensch, die kommunizieren hier gerade, wie doof das alles ist bei uns, wie schlecht die bezahlt werden, dann gebe ich denen lieber $10 extra, statt die $5, die sie von Blue Number kriegen und dann können die vielleicht da die Dinge verfälschen. Aber du hast das richtige Stichwort schon geleistet. Das finde ich auch richtig. Man macht was und dann taucht ein Problem auf, dann löst man das Problem. Wir können das nicht alles deutsch vorherplanen. Wir haben noch 2 Minuten, deshalb drücke ich hier ein bisschen auf die Tube, unterbreche manchmal. Ausblick nach vorne. Jetzt haben wir was serviert bekommen, Koalitionsvertrag. Unterstützt ihr das alles? Habt ihr da mal reingeguckt? Ist das so ein Blue Number Koalitionsvertrag? Naja, ein bisschen schon, ne? Hat sich ja die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sozusagen als politische Richtschnur auf die Fahnen geschrieben. Also werden wir wahrscheinlich mehr oder viel von dem Thema sehen. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben noch nichts gesehen, weil, gut, Axel, das ist jetzt nicht unser hundertprozentiger Turf sozusagen, aber ab 2023 gilt ja dann in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das ja Unternehmen auch aufgibt, ihre Lieferketten zu überwachen im Hinblick auf Menschenrechte vor allem. Und da werden wir, denke ich, viel Bewegung sehen. Und ich muss sagen, auch ich sehe in Verträgen immer öfter ESG-Compliance-Klauseln, ja, für die Unternehmen dann vielleicht haften sollen, wenn sie die nicht einhalten. Ja. Also es ist auf jeden Fall viel los dort in dem Bereich. Ja. Spannend. Ja, jetzt unabhängig auch von unabhängig von Blue Number, das wird einer der Megatrends sein, der sich die nächsten Jahrzehnte über alles definiert und alles mit beeinflussen wird. Da bin ich ganz sicher, ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das wird der Megatrend, also für alle die dabei waren oder die später mal sich das Video angucken. Ihr seid Zeugen, Sie sind Zeugen von dem nächsten großen Megatrend CSR, Lieferketten Track and Trace. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Euch beiden, Rita, Volker, vielen Dank fürs Mitmachen. Total spannend. Frustrierend, dass wir nicht noch 2 Stunden mehr haben. Vielleicht sollten wir da einen kleinen Podcast noch draus machen. Ich glaube, das sind noch ganz, ganz viele interessante Gedanken, die man noch weiter fortsetzen kann. Wir sind auf 30 Minuten festgelegt. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Es gibt eine nächste Ausgabe im Dezember. Mal gucken, was wir da zusammenbasteln. Corona-bedingt bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Sendung. Einen schönen Tag noch und einen guten November, der möglichst nicht trüb sein möge. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Ja. Danke. Schön, bis dann. Tschüss.